Deutscher Stahl ist wieder am Start bei World of Tanks und zwar dem E100. Ja, ich hoffe, ihr seid immer noch da nach dieser Begrüßung, aber ich weiß, viele von euch sind großer Fan von dem Panzer und hier als 10er im 9er 8er Gefecht auf Minen ist er umso besser. Also da muss man sagen, da dürfte er hier schon gut was rocken. Weil, ja, wenn er durchkommt, dann macht er halt wirklich Aua. Der Niki 1000 spielt hier zusammen mit einem anderen E100 aus seinem Clan, den Hunden. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wo sie sich hinbegeben. Weil ein Nachteil, was sie auf jeden Fall haben, der Gegner hat hier schon eine Arti am Start. Und da kommt der, ja, der erste Panther, der bereitet seinen Hochweg gleich. Hat nur noch 475 Struktur, das ist natürlich nicht mehr allzu viel. Aber wie gesagt, der E100 ist einfach ein Monster. Und für mich einer der besten Zehner im Spiel. Und man hört immer wieder von wegen, dass die Deutschen so underpowered sind im Vergleich zu den russischen Pendants. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so viele unglaublich gute Deutsche. Also, der da so immer so Schmanerl erzählt, dass Wargaming da immer die Deutschen benachteiligt. Der, glaube ich, spielt ein anderes Spiel als ich. Jetzt auf jeden Fall, der Kanavon hat auch noch gemerkt, dass so ein E100 durchaus übel zu nehmen ist. So klar, die Badger, die natürlich auf den Hügel gefahren sind, fühlen sich jetzt mal wieder benachteiligt, dass sie gestorben sind. Aber der VK, der weiß zumindest, dass hier in der Mitte nicht gut Kirschen essen ist mit dem E100. 3 Hits abgegeben, 2400 Schaden aktuell schon gemacht. Und ein bisschen kommt noch. Ah, jetzt ist er. Komm, fahr nochmal vor. Ja, jetzt so ist perfekt. VK, hast du super gemacht. Besser kann man nicht nach vorne fahren. Glückwunsch an dieser Stelle. Jetzt müssen die beiden hier unten nur aufpassen, dass sie vom Hügel nicht gehittet werden. Das kann nämlich durchaus passieren. 3 zu 5 steht es gerade. Also aktuell liegt der Gegner noch bequem vorne. Arti hält auch rein. Da hinten T30. Als der Kanemann, ja, der hat hier. Sehr schön. Outer Aim und Wächter mit. So, jetzt der T30. Und dann ist die Arti offen. Schieß doch auf die Arti, schieß auf die Arti, schieß auf die Arti, schieß auf die Arti, schieß auf die Arti. Schieß auf die Arti, schieß auf die Arti. Mach ihn weg. Und weg ist die Arti. Sehr gut, hat er gehört. Ganz brav, Niki. So, wer ist da hinten noch? Der T30 guckt mal wieder raus. Zieht sich aber rechtzeitig wieder zurück, bevor da ein größeres Ungemach ihn ereilt. Der Jagdpanzer haut ihn da mit Gold einfach mal schnell das Munilager raus. Sehr ärgerlich, muss da reparieren, logischerweise. Scheiße. Macht die T34-2 mit Auto-Aim, nimmt das Munitionslager aber sowas von komplett weg, zerstört's und reißt's in Stücke. Krass. Ja. Ja, E100, ganz klar OP. Da muss Wargaming was an dem Panzer machen. Der ist nix. Absolut nicht spielbar hier. Der ging nicht durch. Ah, schwieriger Winkel. Auch auf die untere Frontplatte. Da prallt ganz gerne mal was ab. So, der E100 zieht sich jetzt hier zurück. 11 zu 5 steht es mittlerweile. Also, jetzt liegen sie ganz komfortabel vorne. So, der E100 kettet ihn hier lediglich. Der ging nicht durch. Da hat er wieder auf der unteren Frontplatte. Aber wie gesagt, die ist nicht so leicht. Aber ja, genau, da hinten ist doch der Jagdpanther. Nimm doch den. Der hat da eh schon das Munitionslager rausgenommen. So als kleine Revanche. Ja, das ist eine schöne Revanche. 848 Damage. Und weiter geht's. Weiter rollt der E100-Train. Wie heißt er denn? Die haben ja, ach, die E100-Fahrer geben ihren Panzern immer nette Namen. Das ist der Siegfried. Ha, der Siegi. Der E100. So, der T57 lebt auch noch. Der kann auch für ein bisschen Unruhe sorgen. So, Auto-Aim.
einer abgeprallt, aber er konnte diesmal kaum durch. Oh, der zieht ihn 50 hinter ihn. Da ist er gut beraten gewesen, weiterzufahren. Lob und Anerkennung übrigens für seine Munitionswahl. Schießt hier brav, normal. Jetzt umfahren, genau. Und weg damit. So, jetzt noch der T-57 am Leben. 7088 Schaden schon gemacht. Und nun nur noch der T-57, den er braucht. Ja, Auto-Aim. Schon am Start. Daneben geschossen. In den Boden. Ich sehe sie nicht mehr. Und nochmal. Komm schon. Er ist halt nicht der Schnellste, aber den kriegt er jetzt gleich rein. Jetzt ist er gekettet. Und nochmal den Hit. 718 Schaden. Dementsprechend 7.806. Effektiv waren es aber sogar 8.246. 14 Schüsse, 13 Treffer, 11 Durchschläge. Ja, der Sigi hat's halt gemacht. Schönes Panzerass, schön flink und naja, ist halt ein deutscher Panzer, gell? Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.